Ja, Prüfungsangst ist ein Thema, das uns auch immer wieder im Helpchat begegnet. Man muss vielleicht wissen, dass die Angst während der Prüfung leider dazu führen kann, dass man das Wissen, das man sich angeeignet hat, manchmal nicht abrufen kann, weil durch die starke Angst, also durch die starke Angstreaktion, die Strukturen, die für dringendere zuständig sind, wie gekämpft werden. Und wenn man das weiß, dann kann man schauen, was kann ich tun, um mich während der Prüfung ein bisschen zu entspannen. Und ein kleiner Tipp, den ich dir gerne mitgeben möchte auf den Weg, wäre, einfach vor der Prüfung, auch wenn die Prüfung vielleicht schon vor dir liegt, dir kurz Zeit nehmen, ein paar Sekunden Zeit nehmen, zum tief im Bauch schnaufen. Weil so signalisierst du deinem Körper, dass er sich entspannen kann, dass jetzt eigentlich keine reale Bedrohung vorherrscht. Weil eine Prüfungssituation, ja, ist jetzt nicht schädlich für dein ja, für deine körperliche Unversehrtheit eigentlich. Also es ist eigentlich eine Bedrohung, die dir du selbst machst, mit deinen Gedanken, mit deinen Bewertungen. Und so zum System anholen. Was auch helfen kann, ist, wenn du wie ein Glücksbringer zum Beispiel in deine Hosentasche, etwas, wo du mit positiven Gefühlen verbindest und dann dir vielleicht auch kurz Zeit nimmst, nach dem zu greifen, den Rat zu fassen und dir positive Gefühle probierst zu empfinden. Weil so schaffst du es, die aus dieser Erregung rauszunehmen, aus dieser körperlichen Erregung rauszukommen. Auch durch die haptisch, also durch das Empfinden von, ja, von dem Gegenstand, kannst du den Körper oder die, ja, deine Angst in einen anderen Zustand bringen. Was vor der Prüfung auch noch hilfreich sein kann, ist, wie, dass du den Ängsten schaffst, also die Gedanken, die vor allem die Ängste auslösen, weil das sind ja sehr starke Gedanken, sehr ja, eingespielte Gedanken. Also oftmals sage ich auch den Klienten, das ist wie eine Fußballmannschaft, ganz eine eingeschworene Fußballmannschaft. Kaum ist on da, sind alle da. Und die arbeiten mit sehr miesen Tricks, haben den Schiedsrichter vielleicht bestochen, faulen und haben auch noch Heimvorteile. Also die sind sehr stark zusammen. Und dort kann es helfen, um diese Mannschaft zu schlagen, kann es helfen, wenn man sich jeder Spieler einmal anschaut und denkt, okay, was für einen Gegenspieler muss ich aufstellen, um diesen Spieler zu schlagen. Und so für jeden Spieler von dieser Mannschaft einen Gegenspieler überlegen. Also zum Beispiel, wenn man sich denkt, ah, das schaffe ich nie und ich bin, ja, würde sicher wieder versägen bei der Prüfung, dass man sich dann zum Beispiel überlegt, nein, ich bin gut vorbereitet, ich habe tun, was ich können und ich würde dort guten Mutes in die Prüfung hingehen, zum Beispiel. Also, dass man wirklich ja, einen Gedanken probiert, seine Gedanken umzustrukturieren in eine positive Richtung, in eine Richtung, die einem ermutigt. Und hilfreich kann es auch sein, dass man sich dann die Gedanken, wie auf Post-its zum Beispiel, schreibt und die sind dann in seinem Zimmer platziert, dass man immer wieder daran erinnert wird. Also, dass man wirklich in das Denkmuster, in das förderliche Denkmuster hineinkommt.